Herzlich willkommen bei Psion Park Video, dem Mobile-Kanal von Jabcom Networks hier auf YouTube. Hier in eigener Sache, wer es noch nicht weiß, wir haben auch hier mittlerweile einen Twitter-Kanal extra für Psion Park Video eingerichtet. Ja, da sind jetzt gerade mal 4 Follower, das ist jetzt nicht so, aber ist ja auch noch ganz neu. Nur wer Interesse daran hat, hier mal reinzugucken, mit steigendem Followers werden wir dann dementsprechend auch gucken, dass wir hier diesen Twitter-Kanal dementsprechend, ich sag mal, artgerecht bedienen und euch da auch mit Informationen versorgen können. Also, wie gesagt, nur das als kleiner Hinweis und auch vielleicht in eigener Sache. Wir haben hier einmal einen kleinen Kanal in der SoundCloud und da haben wir auch einfach mal so ein bisschen getüftelt und haben gedacht, das geht eigentlich soweit ganz in Ordnung. Die Frage ist, wie ladet man das aus der SoundCloud runter? Das ist eigentlich ganz einfach. Wir teilen es, suchen hier weiter runter und gehen dann und leiten es dann weiter in ein zuvor installiertes Programm, nämlich SoundCloud Download. Ja, da laden wir das dann, da senden wir das dann eigentlich zu. Also wir teilen das und damit wird es dann in diesem Moment heruntergeladen. Eigentlich eine gute Sache, wie ich denke. Jetzt nicht unbedingt jetzt unsere Sounds, an denen wir uns da so ein bisschen ausprobiert haben. Übrigens auch erstellt auf einem Samsung Galaxy, wie man auch dem Text entnehmen kann. Wem es gefällt, einfach mal angucken. Ja, Feedback würde mich freuen. Wir haben das jetzt hier mal unterteilt. Hier dieses Mini-Album nennt sich jetzt hier Cholo Nuclear World. Und das Ganze hier einmal Cholo Druid Connect und einmal Cholo Signal. Jetzt kommt natürlich die eine oder andere Frage, wie kommen wir auf Cholo? Cholo ist, ich glaube, ich hatte es auch mal in dem Text erwähnt, Cholo, das war früher unter anderem mal ein Spiel, was auf dem Sinclair und auf dem C64 und ein paar anderen Rechnern lief, vektorbasierend. Die Grafik war eigentlich grottenschlecht, weil sie basierte eigentlich nur auf 2 Farben, schwarz oder weiß. Es gab auch mal eine CGA-Grafik, da bestand sie aus weiß, schwarz, Cyan und Magenta. War absolut abgrundtief mies von der Grafik her. Auf dem C64 war es dann hinterher ein bisschen besser, aber auch nur schwarz und weiß. Hatte aber eine super tolle Story gehabt, von der ich eventuell auch nochmal berichten werde. Ich habe so ein kleines PDF-Dokument gemacht, da komme ich hinterher mal drauf zurück oder poste das einfach mal hier in die Videobeschreibung im Nachhinein noch mit rein. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ihr seht das ja dann, wenn es aktualisiert ist, Videobeschreibung, wenn da unten der Link ist, dann könnt ihr euch das ja mal runterladen. Eine sehr wunderschöne Geschichte oder eine interessante Geschichte und aus der Zeit rührt eigentlich hier der Gedanke hier an Cholo. Es gab damals auch mal ein Remake, fällt mir jetzt gerade nicht ein von wem. Da gab es auf jeden Fall ein Remake, müsste einfach mal im Internet nachsuchen. Es wurde neu aufgemacht, aber nicht unbedingt besser, wie ich meine. Da hätte man vielleicht die alte Version auch nochmal lassen können oder neu aufpeppen können, aber die neue Version gefällt mir jetzt nicht so. Aber sei es drum. Es war eine
interessante Geschichte. Und das Spiel selber, wie gesagt, das war eigentlich so mies, dass man es eigentlich nicht erklären konnte. Nur, es war ein kleines Heft mit dabei. Und mit dieser Erklärung in diesem Heft, wenn man die Geschichte gelesen hat, dann hat man dann hinterher gesehen, hey, super, jetzt weiß ich auch, warum die Grafik so mies ist. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, warum die Grafik so mies war, dann macht euch doch einfach mal schlau. Interessant ist das schon. Diejenigen, die scannen, werden das bestätigen können, ja. Ja, gut, das soll es auch erstmal bis hierher gewesen sein. Ich bin dann, wie so oft, dann mal erstmal weg. Verabschiede mich von euch. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.